Hier in Berlin macht Franzi da ganz maßgeblich mit und ich bitte mal um einen großen Applaus für Franzi. Gar kein Druck, nein, Spaß. Ist es okay, nochmal von mir, hi, dass ihr alle da seid, das ist mega, mega cool und ich finde es so krass, einfach so zu sehen, wie viele Menschen da sind, wie viele Menschen so jede Woche zum Beispiel mit uns demonstrieren und das ist einfach so, Leute, es ist einfach wow. Genau. Und ich möchte gerne einfach nur so ein bisschen loswerden, wie froh ich überhaupt bin, dass so viele Leute hier stehen. Weil ich meine, Klimawandel und so, das bedroht uns die Zukunft von uns allen und das kann einfach so nicht weitergehen. Und es müsste uns langsam klar werden, dass es so nicht weitergehen kann. Und das ist der Politik klar, das ist uns klar und warum passiert trotzdem nichts? Und deswegen müssen wir einfach hier sein, wir müssen jeden Freitag hier sein, wir müssen die Schule schwänzen, um zu zeigen, Leute, stopp, wir müssen jetzt irgendwie die Notbremse ziehen. Weil wenn wir so weitermachen, dann werden ganz, ganz viele Menschen sterben. Ich war am Mittwoch bei einem Gespräch von einem Typen aus Neuseeland. Der hat mir da wirklich erzählt, dass sie da Probleme haben zu überleben, dass sie da Probleme haben, irgendwie an Essen zu kommen, dass sie Probleme haben, an Trinken zu kommen und das liegt am Klimawandel. Und dann kann es nicht sein, dass wir jetzt Deutschland irgendwie immer wieder die Verantwortung abschieben, dass unsere Regierung sagt, hey, wir sind nicht betroffen, wir sind ein starkes wirtschaftliches Land und da können wir die Verantwortung nicht mehr abgeben. Und deswegen müssen wir einfach hier sein, um diesen Menschen Überleben zu garantieren. Und dann müssen wir den Druck erhöhen, weil scheinbar der Politik das nicht klar wird und dann ist ein Kohleausstieg 2038 zu spät und dann ist, wenn wir keine Verkehrswende haben, dann ist das auch nicht gut. Und dann kann es nicht sein, dass uns das klar ist und der Politik auch und dass trotzdem nichts passiert. Und deswegen müssen wir einfach diesen Druck erhöhen und deswegen ist es so krass, dass so viele Leute da sind, dass so viele Leute das gecheckt haben und dass trotzdem irgendwie die Regierungen das immer noch nicht gecheckt haben und darauf komme ich halt irgendwie nicht klar und deswegen müssen wir irgendwie laut sein, okay? Deswegen müssen wir laut sein, damit wir eine Zukunft haben. Wir müssen laut sein, damit unsere Kinder eine Zukunft haben und damit wir auf dieser Erde noch so überleben können, wie wir momentan leben. Und das kann so nicht sein, wenn wir das 1,5 Grad Ziel vom Pariser Klimaabkommen nicht einhalten. Und da kann ich nur immer wieder betonen, irgendwie, dass es der Politik klar ist und dass es uns klar ist. Und dann kann es nicht sein, dass wir mehr Verantwortung übernehmen, dass wir bereit sind, irgendwie nicht in die Schule zu gehen und zu streiken, weil sonst nichts passiert. Und deswegen ist es so wow, dass so viele Leute es uns so schnell erkannt haben, dass irgendwie Klimapolitik wirklich was Globales ist und dass wir global eine bessere Klimapolitik brauchen. Und deswegen freue ich mich einfach total, dass ganz viele Leute aus anderen Ländern hier sind und dass zum Beispiel auch Greta heute hier ist. Ja. Also, in Berlin haben wir so die Tradition, dass wir singen immer im Kanon. Es gibt auch Waldorfschüler hier. Die werden uns tatkräftig unterstützen und alle anderen sicherlich auch. Sehr gut, sehr gut, sehr gut. Großen Applaus für euch. Ich weiß nicht, vielleicht gab es ja mitten in der Menge irgendwo Orte, wo das sehr schön geklungen haben mag.